Auch geil, das Wenn sieht echt. Mindestlevel nicht erreicht, geht Guck nicht. mal, Ah, das okay. sieht auch geil aus. Okay, gut. Dann machen wir jetzt Dings, Tanzgruppensuche. Machen wir mal beenden. Kommt ja eh keiner mit. Und da gehen wir da so rein. Geheime Basis Einzelspieler. Das ist das Geheimbasislager des Kults von Lok. Von hier haben die Devaner ihre Waffen. Die Kultisten verstecken sich im Innern, doch die Tür ist mit der Magie eines Golems belegt. Nur Kultisten können hinein. Es sei denn, ihr tötet den Golem. Wenn ihr drin seid, könnt ihr euch zum Anführer des Kults vorkämpfen. Ihr findet ihn im tiefsten Teil der Höhle. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Ja, unser allererster Dungeon jetzt hier. Gut. Na los, klatsch. Kristalle kaufen. Ah, stimmt. Da kann ich die. Weil mein Equip hat noch nicht mal irgendwas drin, ne? Oh Mann. Ja, stimmt, man kann sie so plussen, genau. Aufstufung. Wie war das hier mit der Aufstufung? Okay, geht auch noch nicht. Reparatur. Okay. Ach, hier kann man die reinsetzen, stimmt. Waffenkristall und das. Kann man die Waffenkristall wieder rausziehen? Da du es vorhin gesucht hast, wir in den Promocode auf den A drücken und Gold aufladen. Ja, das geht auch, genau. Ich habe es aber vorher noch mal irgendwo gesehen. Oder war das hier Terra Shop? Habe ich das vielleicht vorhin gesehen? Das kann natürlich auch sein. Ticket laden. Oha. Ticket laden. Okay. Aha, hier gibt es ja auch noch was Sachen zum Kaufen. Hochsteckfrisur. Okay. Okay, man kann sein Gesicht auch unsichtbar machen, man kann die Waffe sogar auch verstecken. Alles klar. Alles klar. Gut. Wie ist es jetzt mit diesen Steinen hier? Kann man die jetzt... Warte mal. Kann man die wieder rausziehen? Ja, okay, cool. Kann man also wieder rausziehen. Capuchon, Hexagon. So. Den erlittenen Schaden von Monstern 5,4. Ringe verhindert Schaden 3,6, 4,6.
5,4, okay, die sind besser hier, die Steine. Stampfender Dings. Das ist der hier besser. Das. Die Aggro von Monstern um 48%. Ja, das ist nur für den Tank nachher wichtig. Okay. Alles klar. Ich denke, wir machen hier einmal Akku rein, einmal Schaden. Kristalle mit identischen Effekten können nicht ausgerüstet werden. Lancer ist nur Tank, also ist immer wichtig. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber halt für die Gruppe ist es eigentlich eher nur so wichtig. Wenn ich alleine spiele, könnte ich eher Schaden machen. Eigentlich. Die Aggro schwächt den Boss und du machst mehr Schaden. Echt? Okay. Na dann, gehe ich auf Aggro. Ich habe aber nicht mehr. Oder ich mache das hier, warte mal. Trinkpräferenz hoch. Wieso ist der Trinkpräferenz hoch? Genau, wieder Enwich muss. Das ist, wenn die Bossbar blinkt, dann alles rausklopfen, was Schaden macht. Hm. Okay, so. Mach das mal. Okay. So. Dann wollen wir mal loslegen, wa? Zack, zack. Obwohl, warte mal. Hier ist doch ein Kristallhändler, ich Dovi. Das heißt, hier kann ich doch Dings sammeln. Mhm. Aggro hier. Aber wieso steht denn hier Tränkpräferenz niedrig? Das ist ja echt blöd, oder? Okay, hier 44%. Okay, 44%, hier ist 48%. So. Ach, kann ich gar nicht ausrüsten. Hm, ich kann nur eine davon. Verstehe. Ich könnte aber bestimmt das andere nehmen. Hier, das andere könnte ich. Wo ist das hin? Das hier. Na. So. Auch nicht. Ah, wegen identischen Effekt. Ah, okay. Gut. Aber kann ich die nicht kombinieren? War das nicht so, dass ich die kombinieren kann? Kristalle fusionieren. Ja, stimmt. Drei Stück.
Da wird neu ein aber nicht kombiniert. Vom Effekt. Aha. Alles klar. Gut, na dann lassen wir das. Ja, muss ich mich dann mal noch mit auseinandersetzen. Okay, so, fangen wir mal an hier. Attacke! So, halt, nee. Hier. So, jetzt. Nutze ich die Empfehlung einfach mit Stampf und auf. Ja. Oh, die muss ich nochmal rein. Wie eine Waffenkiste. Die muss man eine Weise kaputt machen. Oh, die sind ja schnell futsch. Ist ja süß. Da muss ich die mit irgendwas kaputt machen. Warte mal. Nö. Item? Ja, nachher ja. Aber ich glaube, ich muss ja dann nochmal rein. Das war, glaube ich, damals immer so, dass man hier fünfmal rein muss oder so, ne? Es war, glaube ich, auch besser, alle Monster zu erledigen, ne? War das nicht so? Weil die sonst zum Boss rennen? War das hier nicht so? Also ich kann mich irgendwie so recht dran erinnern, dass das hier so war. Ich habe keine Ahnung, so weit habe ich definitiv nicht gespielt. Jetzt bin ich. Ich glaube, das Startgebiet war auch ganz anders. Als das, was wir damals gespielt haben. Nee, das kenne ich auch schon. Echt? Nee, ich kann mich da, also irgendwie da kann ich mich da null dran erinnern. Thank you.
Uff. Besiegt. Was Level bist du denn schon? 21. Meine ich irgendwo mal eine Kiste? Ich glaube, ich trödel hier zu viel rum. Ja, du brauchst nur die Hauptquest, Mann. Aber ich glaube ich. Die rote. Ja, im Singleplayer ist es hier nicht so eine Herausforderung. Na, die Gruppen, für Gruppen-Dungeon ist es schon. Ganz andere Liga. Ich finde halt auch geil, dass die einzelnen Rüstungen unterschiedlich aussehen. Das ja. Boah, ich habe schon für Stufe 20 Equip gekriegt. Warum das? Mhm. Weil du das durch die Nebenquests kriegst meistens. Durch die Nebenquests kriegst du meist so eine Marken. Deswegen macht man die eigentlich. Unter 65 ist alles sehr leicht, ja. Das Endgame ist immer das Schwierige. Hm. Ich nur einen ersten Skill durchzupreschen hier. Mehr brauchen wir nicht. Also das System ist eigentlich damals echt gut gelöst gewesen. Man konnte die Quests schön im Singleplayer machen und dann das andere konnte man schön im Fit, also im Gruppenplay machen. Da sind die immer durchgeheizt wie die Esel, ey. Thank you.
wirklich die Bombe nicht mit? Nee, ich glaube, das ist eine Quest, die danach erledigt werden muss. Mahlzeit, hallo. So, sind wir gleich fertig hier. Motoko ist der MSC. Ah, jetzt ist der Schuh drauf. Und Lilly schreibt, er soll mir aus dem Shop ein Kleid holen. Ich sehe das nicht. Alles so klein. Und da steht überall Elin bei mir. Weiß nicht, verwirrt mich so. Was? Skalierung bei Interface? Wie? Ach so. Ja. Stimmt, du kannst dein Interface auch noch skalieren. Ja, das weiß ich doch. Hab ich doch schon. Aber es ist trotzdem. Wenn ich denn gucke, wie das Wort heißt und guck bei Anprobe, finde ich die denn nicht mehr. Verstehst du? Oder andersrum. Das ist mir zu. Das, der Job ist doof. Das hätte man besser lösen können, dass man im Shop anprobieren kann. Was? Weil Deutsch und Englisch? Achso. Das Interessante ist, meine Frau redet immer so mit mir und während ich in Kämpfen bin, höre ich nur noch bam, 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 bam. Ja, und sage ich jedes Mal. Ich komme gleich zu den TS und dann müsste ich die mal auf, die kleinen Wurzelpeter. Weil Deutsch und Englisch, deshalb findest du es nicht, Katschi. Aha, jetzt weißt du Bescheid.
Und jetzt weiß ich auch, worum es geht. So. Oh, jetzt kann ich gleich richtig schön Sachen abgeben hier. Gibt es hier keinen Loot? War hier nicht mal eine Truhe oder so, die ich looten kann? Oh, was fehlt doch hier? Oder hab ich, ach so, die habe ich schon gelootet. Ah. Einen zweiten Promocode anheften? Ja, nützt nichts. Ich bin eh gleich weg. Da, da, da. 19. 19. Genau, stimmt. Ganz vergessen, Gottes. Promocode ist einmal der erste, der obere. Und wir haben noch einen zweiten aufgelöst. Um 9:30. 250 free, genau. Ist der zweite Promocode. Bist noch rechtzeitig gekommen. Werbepause, GZ, was? Was für Werbepause? Was und Werbung? Wie und Werbung? Ach, meint ihr von Twitch jetzt, oder wie? Ja, es gibt ja so einen einfachen Trick, ne, wie ihr die loswerden könnt. So, okay. Also ich habe jetzt schon das bessere Equip hier überall. Okay, zack. Gut, Tal der Bestien zurück, Quest abgeben. Und dann, ja, müsste ich eigentlich Level 22 sein. Guck mal. Gibt ja schöne Sachen jetzt. Mal alles schön erledigt. Aber ich glaube, wir müssen nochmal rein wie in diese blöden Kisten. Aber das werde ich erst wahrscheinlich morgen oder übermorgen machen. Mal gucken. Wie kann ich helfen? Für die Föderation. Zeit, Kampf bereit. Für die Föderation. Gut, die sind fertig. Der hat auch nichts mehr. Dass ich ein Priester bin, meint ganz schön ein Damage. Ja. Ja, das kommt erst. Ah, hier ein paar Eier zerschlagen. Und auf dem Holzweg. Letztes Mal Stein. Kann ich die wiederholen oder was? Nee. Der will, dass ich die nochmal mache. Oh, nee. Wollt ihr was von mir? Ach, nee. Nee. Alles gut. Der will nicht, dass ich die nochmal mache, sondern ich soll nach Christendia gehen. Stimmt. Stimmt. Okay, nee, dann ist alles gut. So. Dann porten wir uns dahin. Genau. Zack. Dann porten wir uns dahin. So. Nach Crescentia, oder wie heißt. Ich habe 11 Tauschmarken für Stufe 20 Equip, ey. Brauchen wir nachher gar nicht mehr. Level 29, cool. Hat er dich wieder rumgesetzt? Ja, hat er doch gesagt. Tja. Aber es ist gut, dass das geht. Danke, Karotte. Spürt.
Der ist wieder 70. Hä? Wie bist denn du jetzt wieder 70 geworden? Probiert etwas ab. Ja, er hat den Vielfältigkeitsmodus. Das Spiel lässt sich nicht dazu überreden. Na, okay. Was hat er gemacht? Gebt euch der Kraft der Magie hin. Lernen, fühlen. Kannst ja einen neuen Char anfangen. Du überholst mich garantiert. Downgrade ist nicht supported. Lol. Schlag mich ruhig an. Mir egal. Wenn es leicht wäre, wäre es kein Spaß. Judoks Bericht, okay. So, 113, er hat die kritische Trefferresistenz. Das ist alles schon, das habe ich alles schon. Kritischen Trefferwert. Verringert den erlittenen Schaden, habe ich auch schon. Also man bekommt das meiste Equip hier dreifach, vierfach, also. Alles viel besser, warum kann ich das nicht anziehen? Weil du Stufe 20 sein musst. Dann lege ich mit meiner Schwarzerspritzpistole los, was den DPS anbelangt, ja. Ja, ist aber schon doof, wenn er das nicht wieder rücksetzen kann. Möchtet ihr was von mir? Das wird dir nicht nochmal passieren. Ja. Bisschen Quest in der Küpfer. Dafür kann er uns helfen. Dafür kann er dir helfen, ja. Wenn wir irgendwo feststecken. Oh, ich habe jetzt 1100 Gold. Mensch. Das ging ja flott. Der ist nur im Dungeon verwendbar hier, der Trank, okay? Verbleibende Zeit 30 Minuten. Warum kriege ich denn sowas? Okay, für 30 Minuten kriege ich sowas geschenkt. Toll. Was ist das hier? Ich bin 70, aber die Waffe macht nicht mehr Schaden, als wäre ich noch 29. Verteidigung genauso. Okay. Alles klar, Monster Kuh, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin auch gleich weg. Oh, Hälfte Tumagi. Oh. Wieso zeigt er mir die Quest nie an? Vitera, ich dachte, dass die Server down sind. Nein. Offiziell vom Gameforge ja, aber man darf sich einen privaten Server hosten und das haben wir gemacht. Willkommen auf den DE-EU-Server. Wenn du mitmachen möchtest, geh auf terra@germany.de und da steht alles weitere. Da kannst du den Launcher runterladen und sowas alles. Da kannst du mitspielen. Und dazu hast du noch einen Promocode angeheftet. Den kannst du auch da gleich angeben oder eingeben, wenn du magst. Und der zweite Promocode bekommst du auch gleich, weil du noch zu der Zeit gekommen bist, wo ich gestreamt habe. Und zwar ist es 250 free, free groß geschrieben. Dann startest du hier gleich mal mit 350 Münzen. Dann, wenn das mal nichts ist. Mir ist rich. Braucht ihr Hilfe? So, was wollte ich denn jetzt? Warte mal. So, ich brauche dringend einen Verkäufer. Gibt es hier keinen Händler? Ach, ich stecke das einfach in den Verkauf. Obwohl ich eigentlich das alles... Warte mal. Ich brauche das Reliquien. Das heißt, ich muss sie extrahieren.
dass ich nachher das ganze Equip aufwerten kann. Groß, klein, ist egal. Okay, alles klar. Okay, den Wunderring, den kann ich aber verkaufen. Das ist, will sie nicht. Und Serens Lanze will sie irgendwie auch nicht. Die will keine Lanze. So. Die Steine kann ich denn noch irgendwo hinbringen? Keine Ahnung. Aber wofür sind hier die Aufzeichnungen? Konnte man die nicht irgendwo reinlegen? Oder ist nur Platzverschwendung? Wie kann ich helfen? So, wo ist denn hier der Bank? Hier ist doch Bank. Bankier, so. Wenn es wichtig wäre, wüsste ich es schon. Ja, vielleicht. Warum steht hier persönliches Inventar? Was ist das? Wenn ein Helfer diese Fähigkeit besitzt. Ah, okay. Kostümlager gibt es auch nochmal. Inventar weitern. Habe ich nicht. Warum wohl? Ah, ich kann das mit Gold machen oder mit so einer Inventarerweiterung. Ah. Okay. Seht ihr? Deshalb bin ich so gut. Genau, das packen wir da mal rein. Reliquienfragment, das packe ich mal da rein. Die Steine packe ich da mal rein. Steine packe ich mal bei der 2 rein. So. Hier die blauen. Oh, hier ist auch mal eine Katze. Irgendwo eine Katze ist hier. Eine miese Katze. So, das sind alles Materialien hier. Die packe ich hier mit rein. Abgenutzte Sichel. Verbleibende Zeit 21 Stunden. Okay, die laufen nach 24 Stunden ab. Krass. Okay. Ich kann für eine halbe Stunde 10% RP kriegen, habe aber eine Abklingzeit von 5 Stunden. Krass. Das ist ja heftig. So, die Sachen verschwinden eh. Habe ich jetzt überhaupt schon überall auf Stufe 20 Equip? Ja, habe ich sogar schon. Oh, ich habe sogar noch ein Level, sehe ich gerade. Oha. Ja, ganz viel. Was ist das hier? Wächterruf. Erzeugt eine Aura, die euch und euren Kumpeln bis zu mehr Konstitution und 30% mehr Kraft verleiht. Okay, das klingt ja gut. Also hier mehr Aggro. Und hier mehr Konstitution und mehr Kraft. Okay. Also den am besten wohl immer aktiv halten. Mhm. Und den, falls mir die Viecher wegrennen. Alles klar. Bombo-Attacke kriegt wieder Stufe hoch. Okay, das passt. Super. Wie viele Fertigkeiten kommen denn noch? Ach du Scheiße. Da kommt ein bisschen was. Da kommt noch echt ein bisschen was, ey. Okay.
Gut, cool. Okay. Denke, ich krieg mehr Konstitution. Irgendwas mit meinem Skill gemacht, ich weiß noch nicht. Alles klar, aber der Mana-Verbrauch ist echt extrem, ne? Ich hoffe, da kriege ich nachher irgendwas. Dass das ein bisschen höher wird. Also, dass das Mana an sich. Aber gut, okay. So, ich denke mal, für den ersten Tag sind wir erstmal gut vorangekommen. Level 24. Und damit will ich mich erstmal verabschieden. Ja, es ist auch wieder spät. Halbe Stunde bin ich drüber. Ich wollte eigentlich nur bis 22 Uhr machen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass hier überhaupt den Server eröffnet wurde. Ja, nochmal danke an den Serverinhaber und sowas. Und danke, dass ihr jetzt alle dabei wart. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, zockt mir nicht so weit voraus. Ich will euch noch einholen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüssikowski!